Ich möchte Sie gleich zu Anfang fragen, wann haben Sie das letzte Mal das Golden Age erlebt? Dass wir Golden Age machen mit der Golden Garage in einer Zeit, wo nicht alles golden ist, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für uns hier, insbesondere für Sie alle und auch ein wenig für Frankfurt. Ich finde es toll, dass Sie alle gekommen sind, so zahlreich und nicht nur so zahlreich, auch so interessiert. Der Preis ist das äußere Zeichen eines Starts in eine gute Zukunft mit Tech, Fintech, InsurTech, I don't know about Tech, nämlich den Golden Garage, Tech Fintech Germany Award, ausgearbeitet mit einer umfangreichen Jury bedacht, die in verschiedenen Bereichen von Fintech-Kategorien gebildet haben. Seed Early Stage, Late Stage, Growth Stage und, was ich glaube für wichtig halte, Foreign New Entrant to Germany. Dieser Jury möchte ich danken, A, für die Initiative, das überhaupt auf die Beine zu stellen, diesen Golden Garage Award und die auch mit großem Fleiß und mit großem Engagement durch sehr, sehr viele Applications gegangen sind. Auch dies wieder ein Zeichen, dass hier Interesse da ist und dass hier Engagement da ist. Das ist Andreas Lukic, Herr Zinke, Herr Bui, Herr Gille Seperi, Herr Leupold, Herr Lorenz, Herr Mellinghoff, Herr Nörtershäuser, Herr Schmitz und Herr Schono. Und es gab im Vorfeld, einige von Ihnen erinnern das, große Diskussionen, wo packen wir denn sowas hin, wenn wir das auf die Beine kriegen. Es hat Bewerber gegeben, das Wirtschaftsministerium hat sich ganz besonders bemüht, die Landesregierung, denen wir übrigens auch dankbar sein sollten, dass sie uns mit unterstützen und dazu beitragen, hier die Infrastruktur hinzustellen, die einen Finanzplatz braucht und die insbesondere die Kunden eines Finanzplatzes brauchen. Insofern vielen Dank, ihr gebt das weiter. Nicht? Hier haben wir ein Gebäude, ein repräsentatives Gebäude, ein Gebäude, was nicht im totalen Stadtzentrum liegt, was aber fast in der Nähe des Stadtzentrums liegt. Das Gebäude ist modern, ist gut ausgestattet und wird sich hoffentlich, das zeigt eigentlich hier unten schon mal die Lobby, möglicherweise zu einem wunderbaren Marktplatz entwickeln lassen. Daran müssen Sie uns, daran haben Sie großen Anteil, müssen uns helfen dabei. Und wir werden Ihnen helfen, dass Sie hier so schnell wie möglich Fuß fassen, ansiedeln und sozusagen Honig saugen, auch aus der Szene. Unter diesem Aspekt hoffen wir, dass wir heute Zeuge sind eines Erstlings, der sich ganz schnell entwickelt, der ganz schnell wächst, der ganz schnell sich wettbewerbsmäßig in einem kompetitiven Umfeld bewährt, weiterentwickelt und wir hoffen sehr, dass wir alle zusammen mit Ihnen erfolgreich sein werden, um den Finanzplatz anzureichern, um eine Tech-Kultur, die wirklich second to none ist. Dazu gehören auch Accelerators. Die haben wir auch und mit besonderem Engagement und Elan. Wir haben einen Schuss Internationalisierung, auch gut. Und wir haben aus der Sicht vielleicht einen kleinen zusätzlichen Vorteil, das ist aber auch einer der wenigen Vorteile, dass die ganze Brexit-Diskussion nicht spurlos an Frankfurt vorbeigeht und auch da ein bisschen mehr Attention für den Finanzplatz, die Finanzindustrie und vor allen Dingen für
nicht nur den Kern der Finanzindustrie, sondern der Finanzindustrie insgesamt. Ich möchte zum Schluss noch einen Dank an die Deutsche Börse loswerden, die mit ihrem Venture Capital Venture und den Überlegungen um neue Segmente, um interessante Segmente für Startups sehr frühzeitig nicht nur auf den Zug gesprungen sind, sondern die in der Tat als erste eine Location auch bereitgestellt haben am Sandweg. Das war mit ein Seed-Venture sozusagen für uns alle. Und wir hoffen, dass wir mit diesen verschiedenen Seeds sozusagen erfolgreich sind, dass sie blühen und letztendlich zu einem großen Erfolg werden, ganz besonders in der Fintech-Seite, aber nicht nur. Insofern ein herzliches Dankeschön, dass Sie hierher gekommen sind, ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, ein herzliches gut gelinge es für Ihre Ambitionen, und wir hoffen sehr, dass das Ökosystem Frankfurt, angetrieben durch die Golden Garage oder zu Hause in der Golden Garage, einen wichtigen Beitrag liefern wird, um diese Kultur insbesondere in Deutschland und in Frankfurt zu entwickeln. Insofern herzlich willkommen, good luck, und wir freuen uns alle auf einen gemeinsamen Erfolg. Danke. Also ich möchte Sie auch herzlich begrüßen zu der Veranstaltung. Der erste Dank, ich gehe nachher noch eine ganze Liste durch, denn ohne Partner, ohne Mitarbeiter, auch die vielen Ehrenamtler, wäre das gar nicht möglich gewesen, geht selbstverständlich an das Tech-Quartier. Wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. So eine Institution hat schon lange gefehlt und wir hatten mehrere Anläufe und freuen uns sehr, dass wir das doch nach einiger Zeit gemeinsamer Arbeit haben mit auf den Weg bringen können. Alles Gute, herzlichen Dank nochmal auch an die Leute hinter dem Tech-Quartier, ohne jetzt die Vollständigkeit erheben zu wollen, aber sowohl die WIBank, das Land, natürlich die Universität und auch alle anderen, die hier von der öffentlichen Seite mitgeholfen haben. Wir haben neben den Räumlichkeiten und all den Dingen, die wir nachher noch extensiv sicherlich vorgestellt bekommen, ein großes Ziel gehabt und hierzu vor einigen Jahren schon das sogenannte Dialogforum aufgebaut, um einfach das, was wir vor Ort haben, all die Infrastruktur und auch natürlich den Finanzplatz für die Startups zugänglich zu machen. Ohne Frankfurt Main Finance, also Lutz Rettig als Präsident, Herr Feeth als Geschäftsführer, wäre dieser Ansatz gar nicht erst möglich gewesen. Ihnen beiden natürlich ein herzliches Dankeschön, dass Sie das Thema seinerzeit angenommen haben. Ich selber kenne den Markt der Startups schon einige Jahre. Ich leite die Business Angel Frankfurt Rhein-Main jetzt seit gut 10 Jahren und bin seit gut 20 Jahren als Business Angel privat auch tätig. Wir, dass Sie ein Gefühl bekommen, schauen uns ca. 900 Startups im Jahr an und finanzieren das berühmte Prozent, also zwischen 5 und 10 auch pro Jahr Startups, teilweise am Standort Rhein-Main, teilweise auch deutschlandweit, teilweise auch im deutschsprachigen Europa. Wir haben immer festgestellt, ja, das Netzwerk wächst, es gibt mehr Business Angels, es gibt mehr Startups, aber richtiger Industrie, Schulterschluss, Konsens und das, was wir jetzt quasi hier erzeugt haben, hat uns noch gefehlt, war aber ein sehr wichtiger Punkt für den Standort. Insofern auch da natürlich stellvertretender Dank an die vielen Kollegen, die aus unserem Netzwerk teilweise in der Jury, teilweise in anderen Ämtern mitgeholfen haben, den Preis und diese Finanzierungskette, auf die ich gleich noch eingehen werde, mit zu ermöglichen. Es war sehr visionär seinerzeit von der IHK Frankfurt im Jahr 2000 uns zu gründen. Ich war noch gar nicht dabei, ich bin ja seit 2002 Mitglied, aber einfach zu sehen, damals im Zeichen auch der alten New Economy, Startups sind wichtig, sie bereichern die Wirtschaft, sie sind auch notwendig, und da auch einen Raum zu bieten, dass quasi so ein Netzwerk an Business Angels, an Startup-Finanzierern da auch wachsen und gedeihen kann.
Es ist eine sehr gute Ergänzung zu dem, was man typischerweise Gründerhilfe nennt, was Sie landläufig ja auch kennen, wobei wir uns in dem Segment eigentlich eher darauf fokussieren, auf die Gründungen, die mindestens 50% Umsatzpotenzial, mindestens 1 Milliardenmarkt, den berühmten Exit, also die berühmte Finanzierbarkeit, Skalierbarkeit und Exitfähigkeit auch erzeugen können. Ein sehr spezieller Markt, der noch all das, was Sie landläufig aus Berlin, hoffentlich oft sozusagen mehr in Zukunft aus Frankfurt, aber auch aus den angelsächsischen Ländern kennen, soll hier auch am Standort unterstützt werden. Wir sind hier nur ein kleiner Teil zu Anfang. Ich sage immer im Scherz, die ein paar 10.000, ein paar 100.000 benötigen, denen können wir helfen. Die auch Coaching benötigen und auch Know-how, Wissen und so weiter, denen können wir ein guter Partner für die ersten 1-2 Jahre sein. Es gibt natürlich auch sehr viele staatliche Förderstellen und Hilfen, die das auch sehr gut unterstützen. Aber es ist ein weiter Weg bis zum Börsengang. Die Deutsche Börse ist schon erwähnt worden, auch dankenswerterweise unser Partner. Und es geht eben nicht ohne Börse. Also eine SAP hätte ohne die Börse nie globalisieren können. Heute ein Weltkonzern, das Beispiel für einen Tech-Konzern, jetzt in dem Fall eine Ausgründung aus der IBM, aber ohne Börse nicht möglich. Moderne, im Werden begriffene Weltkonzerne, beispielsweise Zalando, wäre auch ohne diese Unterstützung oder diese Plattform der Börse nicht möglich gewesen. Wir haben daher auch sehr, wie soll man sagen, gut zur Kenntnis genommen, dass sich die Börse nach unten bewegt, das DB-Hub eröffnet hat, auch das Venture-Netzwerk und quasi auch für Unternehmen im Wachstumsstadium, auch im Mittelstadium sich da öffnet. Nichtsdestotrotz, wir haben eine große Lücke von sehr vielen Millionen Finanzierung bis zu eben ein paar hunderttausend. Diese Lücke wollten wir durch den Arbeitskreis Finanzierung im Rahmen des Dialogsforums oder einen Beitrag leisten, den zu schließen. Der Preis ist eines unserer Marketinginstrumente, wird nachher auch vergeben von Herrn Dr. Zinke, Börsenzeitung. Auch da ein herzlicher Dank, dass Sie das begleiten, dass Sie das gefördert haben. Dass Sie uns da auch mithelfen, die nötige Visibilität zu erzeugen. Ich denke, Marketing ist wichtig. Wir haben am Standort eine sehr gute Ausbildungsqualität. Wir haben alle Infrastrukturpunkte, die notwendig sind. Es hapert noch in der Finanzierung. Die Investoren fliegen noch nicht ganz so häufig ein, fliegen im Augenblick noch zu anderen Zentren, aber da wollen wir kräftig unterstützen. Wenn ich sage unterstützen, nicht nur die Fintechs, sondern auch im erweiterten Sinne Unternehmen, die disruptiv tätig sind. Das können Fintechs sein, das können Insurtechs sein, das können auch Regulatory Startups sein oder Software, Internet im Allgemeinen. Hier im Großraum Rhein-Main, Rhein-Neckar, auch im erweiterten Großraum, gibt es sehr viele Unternehmen, die uns hier sehr spannende Sachen in allen Wachstumsstadien zu bieten haben. Letztendlich wollen wir den Fintechs zeigen, insbesondere denen, die nicht am Finanzplatz im Augenblick ansässig sind, was der Finanzplatz zu bieten hat. In allererster Linie die Finanzierung an sich. Von den erwähnten ein paar hunderttausend bis eben den ein paar 10 Millionen, dass ein Unternehmen komplett durchfinanziert werden kann. Also Finanziers, Investoren. Aber insbesondere auch Partner. Jedes Startup ist davon abhängig, wie es einen Zugang zur jeweiligen Industrie erhält und ob diese Partner überhaupt willig sind, mit einem Startup zu sprechen und zu kooperieren. Ich denke, der volle Saal, der zu einem sehr großen Teil von Partnern gefüllt ist, also Banken, Versicherungen, zeugt davon in positiver Art und Weise. Last but not least sind selbstverständlich auch die Berater zu erwähnen, denn ohne Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Due Diligence und so weiter geht es nicht, weder im Kleinen, was wir bei den Business Angels jeden Tag feststellen, noch in allen anderen Stufen. Hier möchte ich mich sehr herzlich bei Baker & McKenzie und auch Ernst & Young bedanken, die uns auch diesen Abend mit ermöglicht haben und vor allem auch sehr tatkräftig in der Jury und auch in den vorgelagerten Prozessen unterstützt haben. Last but not least möchte ich Ihnen noch 2 Dinge zur Disruption mitgeben. Das ist auch ein Schlagwort irgendwo in der ganzen Welt, aber was heißt das eigentlich wirklich? Also Disruption heißt, wenn mehr oder weniger etwas exponentiell wächst. Wenn Sie sich hier vorstellen würden, dass irgendwo Bambus wachsen würde, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass der Raum mit Bambus zugewachsen wäre und er aber exponentiell gewachsen wäre, beispielsweise er verdoppelt sich jeden Tag, dann wäre gestern der Raum nur halb voll gewesen, vorgestern der Raum nur ein Viertel voll und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie diesen Bambus symbolisch für Startups, für neue Geschäftsmodelle, für neue Geschäftsbereiche sehen,
dann, wenn Sie ihn sehen, wenn der Raum schon einigermaßen zugewachsen ist, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil dann hat der Bambus sie fast schon überwuchert. Deswegen gibt es auch so viele Bereiche, Versandhandel nur mal als ein Beispiel, Onlinehandel als weiteres, wo wir einfach teilweise zu spät waren, weil wir nicht die richtigen Gründernetzwerke hatten. Ich hoffe, dass wir hier im Bereich Finanz und Fintech entgegenwirken können. In diesem Sinne möchte ich übergeben an die Preisverleihung. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und bis bald. Vielen Dank, Herr Lukic, für die Einführung. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei uns in der Golden Garage. Herzlich willkommen. Als ich mit dieser Moderation mir überlegte, was sagte ich, dachte ich, ich greife zu der schärfsten Waffe, die ein Zeitungshaus hat, nämlich das Archiv. Und ich tippte da mal ein Fintech. Und der Computer ratterte und nach kürzester Zeit hatte ich das Ergebnis, das erste Mal, dass in der Börsenzeitung ein Treffer Fintech war, ein relevanter Treffer war der 18. Februar 2014. Das sind 2,5 Jahre. Unser Andreas Hippin, das ist unser Mann in London, hat damals den Fintech-Markt Europas beleuchtet. Ja, und der nächste Treffer, der war ungefähr ein halbes Jahr vorher und da war Fintech noch die Investmentfirma des mexikanischen Milliardärs David Martinez. Und zu diesem Zeitpunkt war für mich damals ein Fintech noch ein Start-up. So ändern sich die Zeiten und Fintech ist Realität. Das ist jetzt kein Zitat von Zinke, das ist ein Zitat von Claude Marx, das ist quasi der Chef der Luxemburger Finanzmarktaufsicht, man könnte salopp sagen, der Luxemburger BaFin, und das sagte er bei unserem 25. Finanzmarktforum in Luxemburg vor gerade mal einem Monat. In den letzten 12 Monaten finden sich in der Börsenzeitung über 300 Artikel über Fintechs. Wir erscheinen 250 Mal im Jahr, das heißt statistisch mehr als ein Artikel pro Tag. Das zeigt die Relevanz dieses Themas. Mittlerweile sollen wir in Deutschland an die 400 Fintechs haben. Das ist fast so viel, wie wir Sparkassen in Deutschland haben. Und da wundert es mich nicht, dass in unserer Jury oder in der ersten Liste fast 100 Unternehmen waren, die sich teilweise beworben haben, die die Jury ausgesucht haben und die dann von unserer 10-köpfigen Jury beleuchtet wurden. Und daraus haben sich dann die 4 Preisträger des heutigen Abends ergeben. Und es ist für mich jetzt eine große Ehre und eine große Freude, zu der eigentlichen Award-Zeremonie zu kommen. Und wir starten mit dem Award Early Stage und da bitte ich von uns aus dem Hause den Franz Kongbui auf die Bühne, der in der Jury war. Und ich glaube, jetzt sollten wir den ersten Preis schauen, wer den gewonnen hat. Dann ziehe ich mal. Ja. Ups. Vielen Dank. Scalable Capital. Aus München. So, Herr Potzowat, herzlich willkommen. Jetzt gibt es die Laudatio, die können Sie jetzt hier auf der Bühne mal richtig genießen, warum Sie den Preis gewonnen haben. Ja, wie der Herr Lukic schon sagte, Kriterien waren Finanzierbarkeit, Skalierbarkeit, Exitfähigkeit. Und wenn so ein Startup schon das Wort Skalierbarkeit quasi im Namen trägt, dann haben wir gedacht, kein Problem, die nehmen wir. So ganz war es nicht, wir haben gute Gründe für die Auswahl. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, Ihr Unternehmen, Ihr Startup hat eine enorme Entwicklung hinter sich schon. Gegründet Ende 2014, gelauncht wurde das Produkt 2016, am Anfang im Januar. Da hatten Sie dann 300 Kunden schnell beisammen und sind jetzt bei 2090. Da nach 11 Monaten ist das eine gute Entwicklung. Sie haben bereits als Zielgruppe auserkoren die technologieaffinen Menschen zwischen 35 und 50, die ab 10.000 Euro investieren wollen und sie legen das Geld in ETFs
an. Das Ganze für eine All-In-Gebühr von 0,75%. Gegründet wurde Scalable Capital von Ihnen, Herr Potzowait, von Florian Brucker, Adam French, alle drei ehemalige Goldman Sachs Banker, sowie Professor Stefan Mitnick von der Uni München. Bei dem hatten Sie studiert, gell? Genau, richtig. Ja, genau. Der wird mich nicht los. Und Sie haben Startup-Erfahrung bereits bei Westwing gesammelt als Ex-Co-CEO. Ja. Und Scalable Capital hat bereits in mehreren Finanzierungsrunden ein paar Millionen Euro eingeworben, hat jetzt mittlerweile 42 Mitarbeiter in München und London und ist in Deutschland, Österreich und UK aktiv. Und das in einem Markt, und da sind wir wieder beim Thema Skalierbarkeit, der noch sehr jung ist, in den USA schon weiterentwickelt. Dort ist er mittlerweile, hat er ein Volumen von 20 Milliarden Dollar erreicht. So Größen wie Betterment haben mittlerweile 150.000 Kunden. Davon sind wir in Deutschland noch ein bisschen entfernt. Da wird der Markt geschätzt auf 300 Millionen Euro zurzeit. Aber er soll bis zum Jahr 2020 auf 20 Milliarden Euro anwachsen. Es handelt sich also um eine Nische, die sich ausgesucht haben mit einigem Potenzial, wenn man das so betrachtet. Das sieht man auch an einer jüngst durchgeführten Befragung von dem Meinungsforschungsunternehmen YouGov. Die haben 2000 private Finanzentscheider befragt zur digitalen Beratung bei Geldanlagen. Und da sagten die, 37% könnten sich vorstellen, für eine kurzfristige Geldanlage einen Anbieter außerhalb der klassischen Banken über digitale Kanäle zu nutzen. Und jeder Zehnte könnte sich gut vorstellen, wegen Empfehlung eines Anlageroboters zu investieren. 17% der Finanzentscheider kennen Robo-Advisor, aber genutzt werden sie zurzeit nur von 1%. Da ist also noch viel Luft nach oben. Warum wir uns für Scalable Capital dabei entschieden haben, ist der Unterschied zum Wettbewerb. Es gibt in Deutschland ungefähr 20 Robo-Advisor zurzeit. Scalable gehört zu den wenigen, die eine BaFin-Lizenz haben und als regulierter Vermögensverwalter auftreten können. Die meisten anderen Robo-Advisor sind Finanzvermittler. Und außerdem haben sie eine Lizenz, eine Investment-Management-Lizenz von der britischen Aufsicht FCA. Aber das eigentliche Alleinstellungsmerkmal von Scalable Capital, und das war dann am Ende mit ausschlaggebend, ist ihre eigene Risikomanagement-Technologie, die sie entwickelt haben, mit einem hochquantitativen Ansatz, basierend auf einem Value-at-Risk-Modell. Sie quantifizieren die Risiken für jedes Portfolio und schichten dynamisch je nach Marktumfeld um, um die jeweilige Risikovorgabe ihrer Kunden irgendwie zu berücksichtigen, einzuhalten. Und dafür haben sie jetzt diesen Preis gewonnen. So, bitte sehr. Als zweiten Award darf ich nun die Kategorie Late Stage aufrufen und Herrn Leupold von der Deutschen Börse und Herrn Schmitz von EY auf die Bühne bitten. Herr Schmitz. Hallo, Herr Leupold. So, Herr Leupold. Sie sind ja heute Hauptsponsor. Wieso sponsert die Deutsche Börse einen Award für Fintechs? Ja gut, Herr Dr. Rettich hat es, glaube ich, eingangs schon gesagt. Wir waren als Deutsche Börse die Ersten, die hier in Frankfurt den Fintech Hub gestartet haben im April diesen Jahres. Ich glaube, das war ein guter Aufschlag. Wir haben das Venture Network gemacht, was gut funktioniert seit einigen Jahren. Wir sind hier auch im Tech-Quartier als Hauptsponsor dabei. Und warum machen wir das? Naja gut, die Startup-Kultur in Frankfurt, die sehen Sie hier, alles nur Anzugsträger. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Klientel, was wir auf einer Startup-Veranstaltung sehen wollen. Da müssen wir hier den Drive nutzen. Den die Landesregierung, ja, so müsste ich eigentlich, den die Landesregierung hier vorgegeben hat und ziehen hier voll mit. Ja, vielen Dank. Herr Leupold, Exits über die Börse, was können Sie da einem jungen Fintech mit auf den Weg geben? Einem jungen Fintech, ja. Gut, wir hatten ja einen Exit über die Börse. Es war jetzt nicht ein klassisches IPO, sondern es war eins, das wir selbst gekauft haben, nämlich das größte in Deutschland, 360T. Okay. Also es gibt so einen Exit über die Börse. Es gibt natürlich auch den Börsengang als Exit-Möglichkeit und da... Naja gut, würde ich empfehlen, ein gutes Management. Ich glaube, hier haben wir eben gutes Management gesehen. Er ist jetzt schon wieder am Handy aktiv. und ist ja auch Ex-Banker. Ich sag mal so ein Background zu haben, ist wahrscheinlich für einen Börsengang nicht schlecht, um auch, dieses Kapitalmarktaffine mitzubringen und die richtige Bank auszuwählen. Aber es sollte Fintechs ja nicht so schwer fallen. Vielen Dank. Herr Schmitz aus der Jury, sagen Sie uns bitte, was Late Stage ist.
Ja, Late Stage ist typischerweise, und ich entschuldige mich für meine Stimme, ein bisschen angegriffen, typischerweise ein Unternehmen, was bereits seit einigen Jahren am Markt tätig ist. Klassischerweise sagt man die Grenze etwa bei 3 bis 4 Jahren. Es hat bereits ein klares Produktoffering im Markt, vertreibt seine Dienstleistungen, hat schon die Wachstumsphase weitgehend durchschritten, expandiert möglicherweise jetzt international und sammelt hierfür gegebenenfalls Kapital ein, um dann sich auch möglicherweise mittelfristig auf einen Exit, ersten Exit oder auch ein IPO vorzubereiten. Vielen Dank. So, ich glaube, nun sollten wir mal schauen, wer der Gewinner in der Kategorie Late Stage ist. Sie können hier, wenn Sie mögen, aber Sie wissen es auch. CAX Markets. Ja, Herr Zaputkin, kommen Sie bitte. Gratulation. So, dann stellen Sie sich bitte gerade hier neben Ihren Laudator und lauschen ihm, warum Sie gewonnen haben. Ja, ich freue mich sehr, dass Alexei heute von CAX Markets bei uns ist. CAX Markets ist ein Unternehmen, das im Bereich Supply Chain Finance und Approved Payables Finance unterwegs ist. CAX Markets hat eine Plattform geschaffen, auf der Unternehmen, Lieferanten und auf der anderen Seite Gläubiger zusammenbringt. Und schafft es dadurch, die Liquidität in Märkten, wo wir heute klassischerweise nur bilaterale Finanzierungsbeziehungen zwischen Factoring-Unternehmen und Banken und auf der anderen Seite SMEs haben, in eine neue Dimension zu bringen. Es schafft es dadurch, dass die Forderungen, die die Lieferanten, die Gläubiger auf der Plattform einstellen, verbrieft werden und dann auf der Gegenseite an institutionelle Investoren angeboten werden. Diese neue Form der Liquiditätsschaffung erzeugt für SMEs deutliche Vorteile. Zum einen kommen sie als Lieferanten deutlich schneller an ihr Geld. Das heißt, wir haben einen Working Capital Impact. Zum anderen bekommen sie durch diese Plattform auch erstmal den Zugang zu Kapitalmärkten, ohne gleich selbstständig durch ein großes Rating gehen zu müssen. Das sind Vorteile neben den verringerten Finanzierungskosten, die stark dazu beitragen, dass dieser Markt in Zukunft sich auch deutlich entwickeln wird. CAX Markets hat diese Plattform gebaut, 2013 gegründet, Anfang 2013, wie ich vorhin noch erfahren habe, also seit etwa 4 Jahren im Markt unterwegs, gegründet von Christopher Schütz und Moritz von der Linden, den Sie möglicherweise auch als ehemaligen Gründer von 360T kennen. Also auch hier sehen wir Seriengründer durchaus als einen potenziellen Beitrag zu dem Ökosystem Fintech. CAX Markets will und hat dadurch schon erreicht, dass die Transparenz deutlich größer geworden ist. Das heißt, ähnlich wie in vielen B2B-Märkten schafft CAX Markets es, die Finanzierungskosten für SME-Clients zu senken, gleichzeitig aber auch eine deutlich höhere Effizienz in der Abwicklung solcher Transaktionen durchzuführen und öffnet damit neue Türen für Finanzierungen, die wir bisher in diesem Umfeld nicht gesehen haben. Vielen Dank. Kommen wir schnell zum dritten Award. Da darf ich die Category Growth Stage aufrufen und den Marc Gille zu mir bitten. Ja, wir sind beim dritten Preis, der heißt Growth Stage. Was ist Growth Stage? Ja, wir sind irgendwo in der Mitte, ne? Wir haben jetzt die beiden Extremer links und rechts von Growth Stage gesehen. Growth Stage ist, man hat schon ein bisschen was erreicht, das Produkt ist gebaut, man hat Kunden, hat möglicherweise sogar eine Marktpräsenz, möglicherweise eine Marktführerschaft erlangt. Es ist noch so ein bisschen die Frage, kommt der Exit, kommt die nächste Finanzierungsrunde? Ja, also für die, die den Exit vor der Nase haben, durchhalten, es geht noch mehr. Und das sind die Leute, die mir jetzt hier bewerten. Ja. Wunderbar. Und wer hat den Growth Stage bei uns gewonnen? Ja. Was eine Überraschung für mich. WebID Solutions aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. So, wir kommen zum vierten und letzten Award in der Kategorie Bestes ausländisches Fintech auf dem deutschen Markt. Hier darf ich als Laudator Herrn Mellinghoff auf die Bühne bitten.
Und es geht darum, denjenigen zu ehren, der aus Sicht der Jury den beeindruckendsten Markteintritt hier geschaffen hat in den vergangenen 12 Monaten. Und wer ist das jetzt? Das ist die Firma Qantos NV aus den Niederlanden. Ja. Es geht darum, denjenigen zu ehren, der aus Sicht der Jury den beeindruckendsten Markteintritt hier geschaffen hat in den vergangenen 12 Monaten. Und wer ist das jetzt? Das ist die Firma Qantos NV aus den Niederlanden. Ja. Ja. Herr de Jong. Hier begrüßen wir Herrn de Jong von Qantos und Ihr Laudator heißt Mellinghoff. Bitte, Herr Mellinghoff. Ja, vielen Dank. Henry de Jong haben wir kennengelernt als Fintech-Forum, als wir ein Fintech-Forum on Tour gemacht haben nach Wien. Und da haben wir eine Bewerbung bekommen, die klang erstmal aufregend und spannend und so, dass wir uns das selber nicht so richtig vorstellen können. Das war im Frühjahr 2015, ist noch gar nicht so lange her. Und Qantos ist ein Startup eben aus den Niederlanden, das im Grunde an der Schnittstelle ist zwischen Fintech und einem anderen Bereich, nämlich Internet of Things, und die Blockchain-Technologie einsetzt. Und dann haben wir gedacht, die laden wir mal ein und schauen uns das an. Und das war für euch, glaube ich, auch eine der ersten Veranstaltungen, die erste sogar. Und ja, danach war es im Grunde ein stetes Wiedersehen, nicht nur bei unseren Veranstaltungen, sondern auch auf diversen anderen Veranstaltungen. Ihr seid regelmäßig geehrt worden, habt diverse Preise erhalten, aus ganz unterschiedlichen Ecken. Ihr wart in den Top 100 der European Fintech Awards im Frühjahr in den Niederlanden, habt von Bird & Bird einen Preis bekommen und einige andere mehr. Und ihr habt vor allem, und das ist besonders wichtig, super Kunden akquirieren können und überzeugen können. Seid in diverse Accelerator-Programme aufgenommen worden. Auch das ein weiteres Merkmal, woran man ein gutes Startup und ein gutes Team erkennen kann. Einen davon ist, ist Airbus. Ja. Gratulation, man muss es erstmal schaffen, Eurostoxx 50 Kunden an Land zu ziehen. Und ein zweiter DAX-Konzern ist auch dabei und es sind weitere in der Pipeline. Und das hat uns, und gebe gerne zu, ich habe euch auch mit vorgeschlagen, war aber nicht der Einzige. Freue mich sehr, dass die Jury das auch so gesehen hat und gratuliere ganz herzlich zu dem Award und viel Erfolg weiterhin. Wir drücken die Daumen. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende der Veranstaltung. Sie waren ein wunderbares Publikum. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Namens des Veranstalters Business Angels, namens der Frankfurt Main Finance Börsenzeitung, unseres Hauptsponsors Deutsche Börse, Baker McKenzie, Ernst & Young und der IHK, dürfen wir uns ganz herzlich hier beim Gastgeber, dem Tech-Quartier, bedanken für die Gastfreundschaft am heutigen Abend. Und wir sehen uns spätestens 2017 in der Golden Garage, wenn wir erneut die Fintech Germany Awards verleihen. Vielen Dank.